Thomas Müller, der freut sich über Leon Goretzka, über Jamal Musiala und Christian Nerlinger und Christian Falk. Die werden das jetzt besprechen, nämlich wie man es denn tatsächlich schafft, vom jungen Juwel, vom Supertalent, vom Talent beim FC Bayern zum absoluten Leistungsträger bei den Bayern zu werden. Das ist gar nicht so einfach, Christian und Christian Nerlinger. Wie geht's das? Wie schwierig ist das? Tja, Valentina, es ist natürlich so, Christian Nerlinger hat natürlich erlebt in seiner Funktion als Sportdirektor, wie diese Müller, Alabas und Bartschwas hochgekommen sind. Wir haben jetzt den Standort gerade gewechselt, weil jetzt betreut er sie anders, solche Spieler, und zwar als Berater. Wir sind jetzt in seinem Büro. Mir gegenüber, werdet ihr gleich sehen, hängen seine Spieler, die es schon geschafft haben und auch Spieler, die es auch schaffen können und auch vom FC Bayern und vielleicht auch zum FC Bayern kommen werden. Christian, wenn du so einen Musiala siehst, hättest du den gern in deiner Firma oder sagst du, hast ähnliche Kaliber? Na, man kann den Jungen und seinen Weg nur beglückwünschen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, so wie es bei mir momentan ausschaut. Wenn du den siehst, Riesentalent? Ja, Riesentalent, ist sehr schnell gegangen. Man hat ihn in der Jugend noch gesehen, dann ist er schnell hochgezogen worden und dann kommt immer wieder das Thema körperlich. Ja, körperlich, und die Wahrheit ist, natürlich hat er die körperlichen Grundvoraussetzungen, das zeigt er jetzt, aber die Wahrheit ist, können die Jungs Fußball spielen, treffen sie richtige Entscheidungen, natürlich adaptieren sie dann auch schnell genug in diesem Profibereich. Und das scheint bei ihm fantastisch zu klappen. Jetzt muss er es halt auf Strecke beweisen, die Luft beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft auch ist immer dünn und man muss einfach jedes Spiel performen. Und, aber ich traue es ihm absolut zu, das, was er jetzt gezeigt hat. Ich finde auch, dass unter Nagelsmann nochmal ein Sprung gekommen ist, ein Entwicklungssprung, ja, ist sehr, sehr vielversprechend. Du hast den Sprung damals selber geschafft, durch deine Generation mit Didi Hamann und Co. Also waren natürlich einige Spieler, die es geschafft haben. Ist nicht selbstverständlich. Deshalb lass uns mal kurz deine Entwicklung vom Spieler zu deiner jetzigen Funktion mal anschauen. Wir haben den Mats vorbereitet. Die Fußstapfen hätten größer nicht sein können. Am 1. Juli 2009 wurde Christian Nerlinger der Nachfolger von Uli Hoeneß als Bayern-Sportdirektor. Der damals 36-Jährige war ein verdienter Ex-Spieler. Er stand als Profi 5 Jahre für die Münchner unter Vertrag und holte ebenso viele Titel. Doch im Management war Nerlinger noch reichlich unerfahren, brach für den Bayern-Posten sogar sein BWL-Studium ab. Mit dem Double 2010 legte der gebürtige Dortmunder einen guten Start hin. Doch anschließend lief der BVB den Bayern den Rang des Ligaprimus ab. Nach 3 Jahren musste Nerlinger für Matthias Sammer Platz machen. Der Entlassene wurde für Transfers wie die von Takashi Osami oder Nils Petersen belächelt. In seine Amtszeit fielen aber auch die wichtigen Verpflichtungen von Manuel Neuer und Jerome Boateng. Letzteren vertrat er nach der Gründung seiner Agentur CN Sports 5 Jahre lang als Berater. Aktuell ist Gladbachs Florian Neuhaus sein wertvollster Spieler, um den sich im Sommer auch Bayern-Gerüchte ranken. Tja, hier ist die Spielerwand von den Klienten von Christian Nerlinger. Und über ein paar müssen wir beim Bayern-Insider natürlich reden, weil sie natürlich einen großen Bayern-Bezug haben. Wir haben über Talente gesprochen. Ein Talent, das hier hängt, tut nicht nur mir weh, dass es den FC Bayern verlassen hat. Ich habe auch gehört, Oliver Kahn war auch sehr unglücklich. Angelo Stiller, der hängt da hinten. Er, großes Bayern-Talent, gebürtiger Münchner, spielt jetzt bei Hoffenheim, hat es direkt geschafft. Ich glaube, Sebastian Hoeneß hatte auch ein bisschen einen Anteil dran. Christian, sag mal, wieso konnte der FC Bayern so ein Talent nicht halten? Ja, das war eine spezielle Situation. Ich meine, Angelo ist auch seit der U11 beim FC Bayern, auch verwurzelt beim FC Bayern. Aber wie schon gesagt, es ist manchmal nicht so einfach, von Vereinsseite oder von Spielerseite dann irgendwo so den Weg aufzuzeigen, dass er wirklich sinnvoll ist in der Situation. Und die Konstellation in Hoffenheim für Angelo, unabhängig jetzt auch vom Trainer, natürlich spielt Hoeneß da eine Rolle, aber auch insgesamt, wie der Verein sich zeigt und darstellt, wie viele junge Spieler da auch ihren Weg gemacht haben, hat das einfach sehr, sehr gut gepasst. Und ich glaube, dass der FC Bayern sowas auch gut verkraften kann, und Angelo wird sich entwickeln, und dann schauen wir, was in ein paar Jahren ist. Tja, aber vor allem kannst du dich ja auch revanchieren. Ich meine, bei deiner Bayern-Vergangenheit, ich meine, ein Spieler, den ich hier entdecke, Florian Neuhaus, wird immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht. Ich habe gehört, er steht auf der Einkaufsliste. Ausstiegsklausel, du wirst es mir vermutlich nicht bestätigen, ich werde dich trotzdem danach fragen. Angeblich über 40 Millionen Euro. Wie schaut es denn aus? Kriegen wir den nach München?
ist für mich momentan völlig uninteressant, für Florian auch. Es hat ein paar Spekulationen gegeben. In diesem Transferfenster, er hat schon natürlich durch seinen Weg, der ja sehr stetig war, stetig erfolgreich, von 60 in die zweite Liga, Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft, natürlich auf sich aufmerksam gemacht. Und wie gesagt, ich arbeite jetzt seit gut 5 Jahren mit ihm zusammen und ich bin mir zu 100% sicher, dass er alles mitbringt, ein großer Spieler zu werden. Aber sowohl Florian als auch ich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, auch mit Max Eberl, und wir werden die Schritte in aller Ruhe dann auch besprechen, wie es weitergeht. Also der Bayern-Insider gehört, die Familie ist sehr, sehr Bayern-affin, er ist ja aufgewachsen in Landsberg. Im Keller müssen Sie sogar ein kleines Bayern-Museum haben mit so einem Mosaik auf dem Boden. Ich glaube, da ist schon ein bisschen eine Tendenz zu diesem Club da. Ja, ein bisschen. Ich glaube, dass die Familie sehr, sehr Bayern-affin ist und vor allen Dingen der Vater Christian, also wirklich einer mit 100%iger Überzeugung ist, aber unabhängig davon, Florian ist da jetzt in Gladbach, auch wenn es da gerade nicht ganz so leicht ist, trotzdem am richtigen Ort momentan, und wie gesagt, bei ihm bin ich mir 100%ig sicher, dass er ein ganz großer wird. Okay, dann sehen wir ihn also bei Bayern. Christopher Scott ist schon bei Bayern. Ich habe ihn schon ein bisschen sehen dürfen, Nagelsmann hat ihn eingesetzt. Wie siehst du seine Chancen in dieser Star-Mannschaft, dass er wirklich den Durchbruch schafft? Ja, sehr, sehr spannend. Hat in der Vorbereitung, war ja voll oben integriert und hat da aus meiner Sicht, was ich mitbekommen habe, auch einen guten Eindruck hinterlassen. Es geht ja immer, wie vorher schon gesagt, darum, wie schnell adaptiere ich auf ein neues Niveau. Und das hat er gut hinbekommen. Dann sind kleinere Muskelthemen gekommen. Jetzt muss er sich wieder ein bisschen hinten anstellen, aber mittelfristig. Und das ist einfach das Thema, man braucht Geduld. Ja, es geht nicht immer. Man sieht natürlich in den Hochglanzgazetten immer diese... Bei Sportbild? Sportbild zum Beispiel, Musiala und was weiß ich. Aber eine Karriere mit einem soliden und guten Aufbau und dann mit 20 Bundesligaspielern zu sein, ist ja auch okay. Und das dann auf dem Niveau zu halten. Und ja, bin da auch voll überzeugt, dass er die Qualitäten hat, richtig Gas zu geben bei FC Bayern. Wir werden ihn beobachten. Lass uns mal kurz setzen, bevor wir zu den noch gestandenen Spielern kommen. Mittelfeld, Joshua Kimmich zum Beispiel. Ich meine, du kannst es ja wirklich super einordnen. Du hast es als Spieler erlebt, als Berater erlebt, als jetzt aktiv, als Sportdirektor musst du es entscheiden. Der hat jetzt seine Verhandlungen ohne Berater geführt. Wie hast du das verfolgt und wie findest du das? Ja, ich finde, dass Joshua Kimmich erstmal eine Wahnsinnsentwicklung genommen hat. Führungsspieler beim FC Bayern ist, Führungsspieler in der Nationalmannschaft ist auch sehr offensiv kommuniziert hat, dass er das will, dass er Verantwortung übernehmen will. Und dann gibt es zwei Situationen. Die eine Situation ist, offensichtlich war er mit seinem bisherigen Team unzufrieden. Und wenn du unzufrieden bist, dann setzt du dich nochmal zusammen, versuchst Dinge zu klären. Wenn aber irgendwann mal das Vertrauen weg ist, dann geht es einfach nicht weiter. Dann bist du in dieser Spieler-Berater-Situation in der Sackgasse und dann hat jeder Spieler oder auch andersrum jeder Berater eigentlich das Recht oder die Verpflichtung zu sagen, hey, das passt nicht und ich verändere mich, wie ich mich aufstellen will. Die zweite Situation ist natürlich, dass ich glaube, die Vertragsverhandlung in dieser Situation, die war genauso, wie wenn Lewandowski den Ball aus 2 Metern über die Linie drücken muss. Also es war einfach. Ich glaube, da war der rote Teppich sowas von ausgefahren und gerade auch mit der Erfahrung Alaba, Pini Zahavi, war der FC Bayern, glaube ich, auch froh, das so und sauber über die Bühne zu bringen. Und ja, letzten Endes kann man beiden dazu gratulieren, aber es ist, glaube ich, schon auch ein Spezialfall. Also diese Zusammenarbeit Spieler, Berater ist ja schon etwas komplexer in der heutigen Zeit. Er spart sich 10-20%. Er spart sich ja schon mit 10-20% vom Beratergebühr. Ist es das wert? Ja, das muss jeder selber beurteilen, das müssen auch Vereine beurteilen. Ich glaube, wenn man einfach die Entwicklung des Fußballs sieht, es wird schnelllebiger, es ist aus meiner Sicht, wenn ich mich an meine Zeit als Spieler zurückerinnere, schon ratsam, sich ein Umfeld zu bauen, wo man sagt, okay, man tauscht sich aus, man geht den Weg gemeinsam und da geht es ja nicht nur darum, einen schnellen Vertrag irgendwo wo abzuschließen, sondern wirklich einen gemeinsamen Weg zu gehen in diesem Business. Gut. Das ist ja einfach auch geworden ist. Ja. Ja, es ist aber selten, dass dieser Weg so lange gemeinsam gegangen wird. Ich meine, den letzten Vertrag beim FC Bayern von Jerome Boateng hast jetzt du ausgehandelt. In der Zwischenzeit hat er 2 Beraterwechsel.
Jetzt ist er bei Lyon. Wie siehst du seine Entwicklung? Ich weiß noch, wie wir ihn damals geholt haben von Manchester City, als ich noch Sportdirektor wirklich gekämpft, weil ich, egal mit wem ich geredet habe, mit seinem damaligen U21-Trainer Horst Rubesch, mit Verantwortlichen vom HSV, die alle gesagt haben, Top-Persönlichkeit, und war ein sehr wertvoller Transfer und hat ja in seiner Top-Zeit ein Zeichen gesetzt. Als Innenverteidiger. Das Triple gewonnen. So. Das darf man alles nicht vergessen. Das Ende war jetzt nicht so geschmeidig. Der Markt insgesamt, Transfermarkt in diesem Sommer, ist allen bekannt, war nicht ganz leicht und er hat sich Zeit gelassen. Und ich finde, dass Lyon einfach auch ein Verein mit großer Tradition ist, wo er sicherlich auch Zeichen setzen kann und auch sportlich glücklich werden kann. Tja, wobei man sagen muss, wie du noch sein Berater warst, gab es ja sehr, sehr enge Verhandlungen mit Paris. Bayern hätte auch noch wirklich viel Geld bekommen. Die Rede war von über 20 Millionen Euro. Wie viel es genau waren am Ende, weiß man nicht. Aber ist da eine Chance verpasst worden damals? Ich würde sagen, ja. Es war dann sehr, sehr kurzfristig. Die Bayern haben aus sportlichen Gründen gesagt, okay, so kurz vorm Transferfenster machen wir es nicht mehr. Aber ist Vergangenheit, es war deutlich mehr, fast das Doppelte, was da so im Raum gestanden ist. Aber der FC Bayern will natürlich oder setzt dann auch manchmal Zeichen und das haben sie in dem Fall getan. Aber so im Nachhinein, glaube ich, wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man diesen Transfer getätigt hätte. Halt mal fest, ist fast das Doppelte, dann sind wir bei über 40 bis 50 Millionen, die die Bayern ausgeschlagen haben. Jetzt spielt er bei Lyon und spielt jetzt auch noch gegen Paris. Doppelbitter, wenn er jetzt sieht, welcher Startruppe Jerome dann spielen hätte können.